Guten Tag miteinander. Ich mache noch ein weiteres Video zum Projekt Super League. Und zwar geht es darum, wie man den Tag für die Abgabe setzt und hochlädt, damit ich weiß, welche Version von Ihnen ich kontrollieren soll. Im README habe ich ja ganz unten bei den Bewertungskriterien, provisorische Bewertungskriterien, habe ich geschrieben, dass die Abgabe korrekt getaggt sein muss. Und ich habe mal gesagt, den Tag 0.1.0, also mit V vorne dran, V0.1.0, dass Sie den setzen sollen und ich dann diesen Tag anschauen werde. Die Frage ist, wie macht man das jetzt? Ich werde mal ein Beispiel machen. Ich setze jetzt noch nicht diesen Tag, weil das wäre die Schlussabgabe. Ich mache es einfach mal V0.0.1 und das Ganze macht man folgendermaßen. Also ich habe hier meine Git Bash offen, bin hier schon in meinem Repository drin. Git Log zeigt an, ja, was wir zum Schluss gemacht haben. Mit Q komme ich wieder raus. Und jetzt möchte ich den Tag setzen. Ich kann mal Git Tags eingeben und sehe, oh nein, Git Tag lauter Befehl, Git Tag, sehe da, gibt noch keine Tags. Ich kann aber Git Tag auch so verwenden, dass ich 0.0.1 mitgebe als Parameter und dann wird mein Repository getaggt. Wenn ich dann nochmal Git Tag eingebe, kommt dieser Tag. Das ist jetzt lokal bei mir und ich kann jetzt den auf den Server pushen, indem ich git push --tags ausführe. Sie sehen jetzt, dieser Tag wurde erstellt und wenn ich zurück in den Browser gehe und hier mein Projekt nachlade, sollte das irgendwo erscheinen. Hier habe ich es, ein Tag, habe ich die Version 0.0.1 und das Ganze zeigt mir auch gleich eine ZIP-Datei, wo ich das Ganze runterladen kann. Wichtig, machen Sie diesen Tag 0.1.0 noch nicht, weil das ist die Schlussabgabe dann. Wenn Sie es versehentlich gemacht haben, können Sie es wahrscheinlich hier noch löschen. Ja, und dann ist die Frage, ob das auch runterkommt, wenn Sie Git Pull machen. Lokal ist es halt immer noch da. Von daher empfehle ich Ihnen, machen Sie erst den Tag, wenn Sie ganz sicher sind. Sie können schon mal 0.0.1 machen, aber 0.1.0 wirklich erst ganz am Schluss. Sie können 0.0.x machen, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, um das mal zu üben. Aber setzen Sie einfach den 0.1.0 Tag erst ganz am Schluss, weil den werde ich dann anschauen. Ja, das wäre es zum Tagging. Eigentlich eine einfache Sache, aber ich wollte es nochmal zur Sicherheit gezeigt haben. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.